Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Leseblog. Und zwar findet an diesem Wochenende der Pride Month Lesemarathon statt. Mit einer Gruppe an anderen BooktuberInnen, mit denen ich jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder Lesemarathons gemacht habe. Gestartet sind wir vor einem Jahr im Juni mit einem queer-thematischen Lesemarathon. Und dieses Wochenende ist es wieder soweit. Und ja, wir haben jetzt Donnerstag, also es ist verlängertes Wochenende. Ich weiß gerade nicht, welcher Feiertag heute ist, aber es ist auf jeden Fall Donnerstag und manche von uns starten schon heute, die bei denen eben heute schon Feiertag und frei ist. Und ich dachte, ich gebe euch jetzt direkt mal einen kleinen Einblick, was ich so lese, was ich vorhabe noch so zu lesen. Ja, das Thema queere Bücher, ich lese natürlich nur queere Bücher. Und ich hatte euch ja eben gezeigt, dass ich beim ersten Lesesprint, den wir gemacht haben, da habe ich noch eben gefrühstückt, in meinem Hörbuch gehört habe. Und das hatte ich schon Anfang des Monats irgendwann angefangen. Höre da jetzt aktuell weiter und würde das vielleicht auch gern dieses Wochenende beenden. Und zwar, ich glaube, ich blende es euch einfach ein, Flip the Script von Lila Lee. In dem Buch geht es um Hannah. Sie ist eine K-Drama-Schauspielerin. Ihre Eltern sind koreanisch, sie selbst ist aber in den USA geboren und ist jetzt aber vor einigen Jahren wieder nach Südkorea gezogen, um eben dort als Schauspielerin arbeiten zu können. Und sie spielt jetzt in einer neuen Serie oder so einer K-Drama-Serie mit einem anderen Schauspieler. Und ja, es ist auf jeden Fall eine queere Liebesgeschichte. Also Hannah ist bi und ja, es kommt dann nur noch eine weibliche Protagonistin, eine weitere hinzu. Und ja, es geht eben um dieses Leben als Schauspielerin und Queersein in Südkorea. Und ich finde es bisher, ich bin jetzt schon relativ weit bei 68%, ich finde es ganz nett erzählt, ich finde die Charaktere ganz interessant, aber es ist für mich jetzt auf jeden Fall irgendwie kein Highlight-Buch, gerade so die Beziehungen zwischen den Charakteren sowohl auf freundschaftlicher Ebene als auch auf romantischer Ebene fühle ich nicht so richtig. Und ja, aber ich finde es auf jeden Fall ganz unterhaltsam und höre das gerne. Und dann habe ich heute Morgen ein Buch angefangen zu lesen. Das hier, Die Transgender-Frage von Sean Fay. Ein Aufruf zu mehr Gerechtigkeit. Ja, hier ist auch das Buch. Und da habe ich jetzt 45 Seiten drin gelesen bisher und ich finde es echt auf jeden Fall sehr gut geschrieben und thematisch bisher sehr interessant. Es geht eben vor allem um Transmenschen und deren Diskriminierung in Großbritannien und die Autorin, ja, erzählt da eben über verschiedene Themen. Ich glaube, da erzähle ich euch noch ein bisschen mehr, wenn ich weiter in dem Buch gekommen bin. Und ja, genau. Ich freue mich sehr, jetzt dieses Wochenende möglichst viele queere Bücher zu lesen, beziehungsweise generell diesen Juni möglichst viel Queeres zu lesen. Und ich hoffe, ihr habt Lust auf diesen Vlog und Lust darauf, mich ein bisschen zu begleiten und zu sehen, was ich so, ja, jetzt dieses Wochenende tue und lese, und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe im letzten Reading Sprint ein Buch angefangen, was ich auf jeden Fall dieses Wochenende lesen wollte. Unter anderem, also natürlich einmal, weil es mich sehr interessiert, und aber auch unter anderem, weil ich diesen Monat noch ein Video filmen möchte, von dem ich glaube, dass es da ganz gut reinpasst, dieses Buch hier. Und zwar She Drives Me Crazy von Kelly Quinlan. Das ist eine Enemies to Lovers Sports Romance zwischen einer Basketballerin und einer Cheerleaderin. Und das ist kein dickes Buch. Und ich habe jetzt schon 65 Seiten gelesen von weniger als 300. Und bisher gefällt es mir auf jeden Fall ziemlich gut. Mein Enemies to Lovers, Sports Romance, beides zwei Dinge, die ich sehr gerne mag. Und bisher fühlt es sich auch so an, als wäre es hier gut umgesetzt. Und ja, ich habe auch schon ein paar Mal gelacht. Und ja, mag es auf jeden Fall, weil den Enemies-Teil, den fühlt man. Und manchmal bin ich, werden Bücher als Enemies to Lovers vermarktet, wo ich mir denke,
Nee, also Enemies sind die da nicht. Und hier, doch, das passt auf jeden Fall. Ja, ich freue mich da super doll weiterzulesen. Ich denke, ich werde es auch ziemlich bald lesen. Also ich muss jetzt erstmal weg, beziehungsweise, das heißt, ich muss weg, ich bin verabredet zum Spazieren. Ich freue mich drauf, aber ja, genau. Ich werde wahrscheinlich dann heute Abend noch ein bisschen weiterlesen und ansonsten spätestens in den nächsten Tagen das definitiv beenden, weil mir gefällt es bisher echt gut und ja, freue mich, dass ich jetzt endlich dazu gegriffen habe. Mittlerweile Freitagabend. Ja, ich habe mich seit gestern Abend nicht gemeldet, aber ich habe auch tatsächlich heute zumindest nicht so richtig offiziell an dem Lesemarathon teilgenommen. Also ich habe mir halt heute quasi keinen Brückentag genommen, sondern war in der Bib und so und dachte, dann mache ich quasi Pause und lese heute Abend weiter. Ja, turns out, ich habe mittlerweile so zwei Bücher beendet, und ich bin da echt nicht gut drin, so regelmäßig Updates zu geben, sondern ich erzähle dann so, ja, ich habe angefangen und dann erzähle ich, ja, ich bin fertig. Also das muss ich noch ein bisschen üben bei meinen Vlogs. Aber ja, ich erzähle euch einfach jetzt, was ich gelesen habe. Gestern Abend nach dem Spazierengehen habe ich dann gekocht und dabei habe ich Hörbuch gehört und dann haben wir auch nochmal gesprintet und dabei habe ich dann mein Hörbuch zu Ende gehört, weil da haben mir nur noch so ein paar Minuten gefehlt. Also das ist Flip the Script von Lila Lee. Genau, also alles in allem war das auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte. Ich hatte euch ja gestern schon erzählt, worum es ging. Ja, das war jetzt wirklich kein Highlight für mich, aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant und genau, ich habe auch, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, was in Südkorea spielt. Deswegen fand ich es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie da so die Situation unter Jugendlichen ist, wie da so die Situation für queere Menschen ist und da eben so einen Einblick zu bekommen. Genau, es spielt halt hauptsächlich so in dieser Filmindustrie. Das ist was, was mich, glaube ich, nicht so richtig interessiert. Oder auf jeden Fall jetzt nicht so mega doll. Da fand ich generell so diese kulturellen Aspekte interessanter als diese Filmindustrie-Aspekte, was ja so queer sein, Coming out etc. angeht. Aber ja, es war auf jeden Fall ein ganz unterhaltsames Buch, was ich ja, gerne als Hörbuch gehört habe. Und dann hatte ich ja gestern das hier angefangen, She Drives Me Crazy. Und ja, wie gesagt, obwohl ich heute so tagsüber eigentlich nicht so richtig lesen wollte, habe ich dann trotzdem im Bus gelesen, ich habe beim Mittagessen gelesen, ich habe wieder im Bus gelesen und bin dann, als ich nach Hause gekommen bin, also ich weiß nicht, so um 3:30, 4 war ich zu Hause, bin dann nochmal losgezogen mit einer Picknickdecke und habe mich in den Park gelegt und habe dieses Buch zu Ende gelesen, weil ich es unglaublich gut fand. Und jetzt erzähle ich auch noch ein bisschen, worum es näher geht, weil da bin ich ja gestern nicht so drauf eingegangen. Unsere Protagonistin ist Scotty, sie ist Basketballspielerin und sie hat sich, oder ihre Ex-Freundin hat sich ja kürzlich
beziehungsweise im letzten Schuljahr, Ende des letzten Schuljahres von ihr getrennt und ist dann auch auf eine andere Schule gewechselt und ist jetzt, also ihre Ex-Freundin ist auch Basketballspielerin und spielt jetzt in ihrer neuen Highschool im Basketballteam. Und ja, Scotty ist noch nicht über sie hinweg, gar nicht. Und ja, würde sie am liebsten wieder zurückgewinnen oder zumindest eifersüchtig machen. Und ja, da kommt dann Irene ins Spiel. Sie ist Cheerleaderin. Und die beiden können sich gar nicht abhaben. Oder zumindest Scotty kann Irene gar nicht leiden. Vermutet auch, dass Irene sie nicht leiden kann, wegen einem Vorfall, der ja im vergangenen Jahr passiert ist. Und genau, es kommt dann aber zu einer Fake-Dating-Konstellation. Für Scotty eben, weil sie ihre Ex-Freundin eifersüchtig machen möchte. Irene zieht daraus auch gewisse Vorteile. Und ja, es ist eine Enemies-to-Lovers-Geschichte und zwar vom Allerfeinsten. Ja, also man spürt wirklich die negative Anspannung zwischen den beiden am Anfang und die Anspannung verändert sich natürlich ein bisschen in eine andere Richtung, aber es sind wie immer so ein bisschen da und ich fand es einfach total toll. Ich mag ja Geschichten über Sport. Das hat jetzt nicht so eine riesige, also ich habe definitiv schon Sports Romances gelesen, wo Sport noch eine größere Rolle spielt, aber war hier schon auch definitiv relevant für den Plot. Und ja, Enemies to Lovers Geschichten mag ich und obwohl hier manche Sachen vielleicht ein kleines bisschen überzogen waren, so von der Handlung her, hat mich das doch total überzeugt. Also mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Es war das perfekte Buch für mich in diesem Moment. Ich hatte total viel Freude damit. Ich mochte den Humor sehr gerne, habe da auf jeden Fall ein paar Mal gelacht und ja, mochte einfach die Charaktere auch mega gern, auch die Nebencharaktere und ja, war einfach ein richtig, richtig gutes Buch und ich bin total begeistert. Mittlerweile ist es jetzt 20 nach 7 und um 8, also 20 Uhr, treffen wir uns wieder zum Sprinten für heute Abend. Ich glaube, heute Abend steigen vielleicht noch andere Leute mit ein. Chrissy auf jeden Fall, die gestern noch nicht dabei war. Und ja, ich werde auf jeden Fall in dem Sachbuch die Transgender-Frage weiterlesen und dann aber wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Buch anfangen, entweder ein Hörbuch oder halt generell irgendein Roman, damit ich jetzt nicht nur das Sachbuch lese. Da weiß ich aber nicht, was das sein wird. Es gibt auch so ein... habe ich auch noch gar nicht erzählt. Wir haben natürlich wieder ein Bingo-Board, das dieses Mal aber für den ganzen Monat zählt. Ich werde es euch auf jeden Fall hier wieder einblenden. Da versuche ich auch so einige Sachen abzuarbeiten und da gibt es einen Prompt, dass man ein Buch vom Zufall auswählen lassen soll. Deswegen, ich werde mir vielleicht gleich 2, 3 Bücher von meinem Stapel schnappen und dann würfeln, Münzwurf, irgendwas machen, um das richtige Buch oder das nächste Buch auszuwählen. Und ja, werde euch dann hoffentlich auch noch heute Abend updaten, was das sein wird. Ich habe beschlossen, dass der Zufall jetzt aus diesen beiden Büchern für mich auswählen darf. Das sind 2 Jugend-Fantasy-Bücher. Das eine eher Urban-Fantasy, das andere, glaube ich, High-Fantasy. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Beides, also Flashfire ist eine Fortsetzung. The Sunbearer Trials ist ein rein Auftakt. Ich habe von dem Autoren aber schon mal was gelesen. Ja, ich habe auf beide auf jeden Fall große Lust und habe hier jetzt so einen Münzgenerator mir runtergeladen, nicht runtergeladen, gegoogelt. Und es gibt ja einmal diesen Kopf und einen Brunnen. Und ich sage jetzt einfach mal, der Kopf ist Flashfire und der Brunnen ist Sunbearer Trials und wir schauen mal, was rauskommt. Der Kopf. Das heißt, ich werde Flashfire lesen und ja, da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf. Samstagmorgen, kurz vor 8, bevor ich jetzt gleich ja, das gute Wetter, also die Sonne, aber die noch fehlende Hitze ausnutze, um mich draußen ein bisschen sportlich zu betätigen, dachte ich, gebe ich euch ein kurzes Update. Ja, ich habe dann ja gestern hier Flashfire angefangen und ich habe nicht so richtig viel geschafft. Auf Seite 39 bin ich jetzt, also ja, das ist echt noch nicht so besonders weit, aber ich habe auf den ersten 39 Seiten schon so viel gelacht. Also TJ Klone hat echt einen super Humor, der mich total abholt. Und gerade bei dieser Jugendbuchreihe, also Band 1 ist ja The Extraordinaries und Band 2 ist Flashfire. Ja, gerade da ist der Humor nochmal deutlich ausgeprägter als bei seinen erwachsenen Büchern, würde ich sagen.
Genau, ich kann euch kurz erzählen, worum es in Band 1 geht. Und zwar ist da der Protagonist Nick und er lebt in einer Welt, in der es Extraordinaries gibt. Das sind sozusagen so eine Art Superhelden. Und es weiß auch irgendwie jeder, dass die existieren. Und Nick ist riesiger Fan von den Extraordinaries, schreibt auch Fanfictions über seinen Liebsten dieser Superhelden, dieser Extraordinaries. Und genau, würde am liebsten auch selber einer sein. Ja, ich glaube, mehr sage ich jetzt gar nicht. Und ja, hierin geht es auf jeden Fall weiter. Genau, warum ich das jetzt im Juni lese. Nick ist schwul und hat auch eine queere Freundesgruppe. Und ja, gibt auf jeden Fall auch eine Liebesbeziehung oder Anwandlung im ersten Band. Und ja, ich freue mich da richtig weiterzulesen und hoffe, dass es auch weiterhin so lustig sein wird. Und dann hatte ich ja gestern noch gesagt, dass ich hier in dem Sachbuch ein bisschen weiterlesen wollte. Das habe ich dann gestern Abend nicht gemacht. Habe ich auch irgendwie vergessen. Ich habe heute Morgen ein paar Seiten darin gelesen. Also ich bin jetzt so bei Seite 55 und finde es immer noch richtig angenehm geschrieben. Also ich habe in den letzten Tagen ein anderes Sachbuch gelesen, was ich jetzt für diesen Vlog hier unterbrochen habe, weil es auch nichts mit queeren Themen irgendwie zu tun hat. Und das war echt so ein bisschen mühsam und ja, jetzt merke ich auch so, wie unterschiedlich, also gerade bei Sachbüchern, wie wichtig es da für mich auch ist, wie die Sachen rübergebracht werden, wie es erzählt wird, wie der Erzählstil oder Schreibstil irgendwie ist. Und ja, der gefällt mir hier bisher weiterhin sehr gut und ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall noch ein bisschen vorankomme. Bei dem Buch habe ich auch definitiv nicht geplant, das dieses Wochenende zu Ende zu lesen, aber ja, dass ich vielleicht so bis Seite 100, 150 oder so komme und euch dann auch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, das wäre so mein Ziel. So, ein kleines Update. Erstens habe ich morgen ein neues Hörbuch angefangen. Ich hatte ja am Donnerstag mein letztes Hörbuch beendet und ich höre eigentlich immer irgendwie Hörbuch. Also ich habe immer eins am Laufen, was ich so aktuell höre und dann, wenn es halt passt, mache ich es an. Und deswegen wollte ich mir noch ein neues Hörbuch raussuchen, war unsicher und dann habe ich mir überlegt, dass ich ein Kinder- bzw. Middle-Grade-Buch hören möchte, weil das auch noch eine Aufgabe auf unserem Bingo-Board ist und ich da nichts auf meinem Sub habe. Und genau, also die Aufgabe ist eigentlich, glaube ich, aus einem Genre oder einer Altersgruppe oder sowas zu lesen, was man sonst normalerweise nicht so viel liest. Und genau, da habe ich mich dann für Middle-Grade entschieden. Und höre jetzt das Hörbuch, habe ich euch auch schon gezeigt, Small Town Pride von Phil Stamper. Bin ich jetzt auch schon bei 31%, das ist nicht so lang. Ich glaube, 5 Stunden so und so viel. Ja, ich meine, Kinderbücher sind in der Regel auch einfach nicht so lang. Genau, 5,5 Stunden. Und da bin ich jetzt ein Drittel drin. Da geht es um den Protagonisten Jake. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber so in der Middle School. Also vielleicht so 12, 13, schätze ich mal. Und er ist schwul und seine beste Freundin weiß das auch und auch einige Leute aus seiner Schule. Und er hat sich jetzt kürzlich bei seinen Eltern geoutet, die ihn da auch irgendwie unterstützen. Aber trotzdem, ja, ist er immer noch nicht so. Aber das Problem ist halt, dass er sich nicht so richtig unterstützt fühlt von dem kleinen Ort, in dem er lebt. Was nicht wirklich eine Stadt ist, sondern eher ja, ein Dorf. Und genau so diesen Stolz, also Pride, was man eben mit der queeren Community verknüpft, was viele queere Menschen so fühlen bezüglich ihrer Sexualität oder ja, was da irgendwie so das. Was irgendwie gefeiert wird, ja auch im Pride Month, das fühlt er noch nicht so und genau, deswegen möchte er sich jetzt mit seiner besten Freundin daran machen, den ersten Pride March oder ja, Pride Parade oder sowas in diesem kleinen Ort zu organisieren, der ja jetzt nicht so richtig liberal ist und auch nicht so richtig offen scheint gegenüber queeren Menschen generell. Und ja, bisher finde ich es auf jeden Fall süß, ja, lässt sich sehr schnell hören, ist irgendwie eine nette Geschichte und ich finde den Protagonisten ganz sympathisch und ja, könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht auch dieses Wochenende tatsächlich noch im Rahmen dieses Videos beenden werde. Und dann habe ich darin noch ein bisschen weiter gelesen. Da bin ich jetzt bei Seite 59 und genau, mag es auf jeden Fall immer noch gerne. Am Anfang fand ich sehr richtig lustig, habe sehr viel gelacht. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in diesem zweiten Band passieren wird. Also ich bin noch immer noch echt nicht weit. Und ich habe auch in dem Sachbuch hier weitergelesen. Da bin ich jetzt auf Seite 88, glaube ich, 89, sowas.
Und genau, habe damit jetzt das erste Kapitel beendet. Ich finde es immer noch richtig interessant, sehr gut geschrieben. Obwohl es eben von einer weißen Frau geschrieben ist, die trans ist, aber sonst ja eigentlich keine Marginalisierung hat, außer ihr Transsein, ist es sehr intersektional geschrieben, finde ich, und thematisiert es immer wieder. Ja, und genau, finde ich bisher auf jeden Fall auch gut. Es ist Sonntagnachmittag und ich wollte euch ein kurzes weiteres Update geben. Ich habe mein Hörbuch zu Ende gehört, also Small Town Pride von Phil Stamper. Ich fand es echt richtig süß. Ich mochte den Protagonisten und seine Freundesgruppe gerne und vor allem auch seine Familie. Und ja, fand es ein echt cutes Middle Grade Buch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat zu hören. Und ich habe auch hier drin weitergelesen. Ich weiß leider gerade nicht genau, wie weit, weil ich vergessen habe, ein Lesezeichen reinzumachen. Aber so ungefähr, ja, Seite 136. Da bin ich jetzt. Es ist gerade was ziemlich Interessantes passiert. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und genau, soweit ist das. Und ja, genau, mal schauen, wie weit ich jetzt noch komme. Wir haben gerade einen Reading Sprint, der geht jetzt noch 20 Minuten. Dann quatschen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen und ja, mal schauen. Ich habe jetzt heute sonst nicht mehr so viel anderes zu tun, aber ja, genau, ich vermute trotzdem nicht, dass ich das Buch heute zu Ende lesen werde. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr zu erfahren, wie es weitergeht. Wir haben jetzt mittlerweile Sonntagabend und ich möchte einen letzten Abschlussclip für diesen Vlog filmen. Wir sind gerade noch in unserem letzten Reading Sprint, der geht noch 26 Minuten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach diesem Clip, nachdem ich jetzt zu Ende gefilmt habe, noch ein paar Seiten lesen. Aber ja, solange das Licht noch einigermaßen da ist, möchte ich jetzt gerne den Abschluss filmen, nochmal kurz Revue passieren lassen, was ich bisher so gelesen habe und wo ich aktuell in den Büchern bin, die ich begonnen habe. Und genau damit starten wir auch. Ich habe jetzt heute vor allem in Flashfire gelesen. Ich war vorhin dann noch mal ein bisschen im Park und ja, habe dann ein bisschen in dem Buch hier weitergelesen und bin mittlerweile auf Seite 248 von ungefähr 380, meine ich, 370, genau. Und mir gefällt es auf jeden Fall ziemlich gut. Also ich mag die Charaktere sehr gerne und ja, diese Freundesgruppe um Nick ist wirklich toll. Der Anfang war ein bisschen ruhiger, aber auch auf eine Art, wie ich das eigentlich ganz gern mag. Aber mittlerweile ist es auch echt spannend und es sind schon Sachen rausgekommen, ja, die mich überrascht haben und ja, die das Ganze jetzt echt interessant und spannend machen. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Buch ausgeht. Habe jetzt aber auch schon gehört, dass es mit einem Cliffhanger endet. Also eventuell werde ich dann auch demnächst schon bald ja, Band 3 lesen. Aber genau, also ich habe jetzt 250 Seiten knapp in diesem Buch hier gelesen. Und was ich auch nicht beendet habe, ist hier dieses Sachbuch, die Transgender-Frage. Ja, da hatte ich, glaube ich, gestern bis Seite, ja, 89 gelesen und habe da jetzt heute auch nicht drin weitergelesen. Werde jetzt auch heute nicht mehr dran weiterlesen. Und genau, das hat mir aber bisher richtig gut gefallen. Also das erste Kapitel, ich habe das Vorwort gelesen und die Einleitung. Und dann das erste Kapitel, das heißt Transleben jetzt. Da hangelt sich die Autorin so ein bisschen an einem Gespräch lang, das sie mit zwei Eltern, also Eltern von einem Trans-Mädchen geführt hat. Und ja, an diesem Beispiel, aber auch an anderen Beispielen und aber auch an Fakten und Zahlen, ja, erklärt sie so ein bisschen so allgemein die Situation von Trans-Personen, vor allem in Großbritannien.
Und in den nächsten Kapiteln geht es dann noch ein bisschen um spezifischere Themen, glaube ich. Genau, um richtige und falsche Körper, Klassenkampf, Sexwork und ja, verschiedene Themen, die mit dem Transsein, mit Transmenschen irgendwie in Verbindung gebracht werden, in Verbindung stehen. Ich bin da sehr gespannt weiterzulesen und gehe davon aus, dass ich euch in meinem Lesemonat mehr dazu berichten werde, wie auch zu Flashfire. Und ja, genau, außerdem, um es auch mal zusammenzufassen, hatte ich ja Flip the Script beendet, das Hörbuch. Dann habe ich das komplette Buch She Drives Me Crazy gelesen, was ich total geliebt habe. Ich fand es richtig toll. Und ich habe das komplette Hörbuch zu Small Town Pride gelesen, was mir auch ziemlich gut gefallen hat. Es war auf jeden Fall ein super erfolgreiches Lese- und Hörwochenende für mich. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Seiten ich insgesamt gelesen habe. Also She Drives Me Crazy ist jetzt auch nicht so ein dickes Buch und genau, die anderen beiden Bücher habe ich ja nicht beendet, aber ich habe viel Hörbuch gehört, habe mir einfach irgendwie viel Zeit genommen und ja, obwohl ich irgendwie auch Sachen für die Uni zu tun hatte, einfach das Lesen genossen und Spaß dabei gehabt. Und deswegen ja, zeichnet das für mich schon ein sehr erfolgreiches Lesewochenende aus. Und ich hatte sehr viel Spaß dabei, auch wieder mit den anderen zu quatschen, mich auszutauschen. Wir haben diesmal bei unseren Zoom-Treffen echt sehr, sehr viele Mal gequatscht. Und ja, das war richtig schön. Ich blende euch mal hier das Bingo nochmal ein und kann da vielleicht schon mal so ein bisschen abhaken, was ich da schon erledigt habe. Ich hatte vorhin auch einen Clip aufgenommen von einem Getränk, was ich mir heute gemacht habe, mit so Himbeer- und Minzeiswürfeln. Das zählt für mich als buntes Getränk. Das steht auch irgendwo auf dem Bingo drauf. Und ja, ich versuche auf jeden Fall im Laufe des Monats vielleicht noch ein paar Sachen hier abzuhaken. Und ja, genau. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Vlog gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, ja, so ein bisschen euch mitzunehmen und zu zeigen, was ich mache, was ich lese. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.